Große Verunsicherung an den Aktienmärkten. Packt die US-Notenbank Notfallmaßnahmen aus? Droht ein Krieg inmitten von Europa und damit ein möglicher Crash an den Finanzmärkten? Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, eine ereignisreiche Woche und die nächste Woche wird vermutlich nicht minder ereignisreich. Sofort der Hinweis, wir haben es Wochenende. Es gibt unsere Auslosung für unser Gewinnspiel. Am Ende des Videos wird der Gewinner gezogen. Wer dabei sein möchte beim nächsten Gewinnspiel in den Lostopf möchte, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, einen Kommentar hinterlassen und ein Like und ihr seid automatisch im Lostopf dabei. Aber kommen wir zum Marktgeschehen. Es ist zum Hände über den Kopf schlagen. Meine Güte, das ging relativ ruhig los. Dann gab es die Inflationsdaten aus den USA nochmals deutlich auf der Oberseite überrascht und damit die Sorge, dass die Geldpolitik vielleicht wirklich stark und schnell gestrafft wird. Man hatte ja die Hoffnung nach den letzten Äußerungen der Notenbanker, die ja sehr, sehr Richtung Straffung war, dass die nächsten Daten vielleicht etwas abmildern, schwächer ausfallen, dann damit eben auch die Maßnahmen abgemildert werden. Nun sind die Daten aus der Vorwoche aus Europa, die Inflationsdaten, überraschend gestiegen. Jetzt haben wir die USA starken Anstieg der Inflation. Es droht in der Tat die starke geldpolitische Wende. Vielleicht sogar noch stärker, kommen wir gleich zurück. Und am Ende dann gab es auch noch Ukraine-Konflikt. Auch da kommen wir noch hinzu. Und ja, es ist letztendlich wirklich große Verunsicherung im Markt. Und die wird uns erhalten bleiben in der nächsten Woche, wird für Volatilität sorgen. Vielleicht am Wochenende gibt es schon wieder etwa ein paar neue Erkenntnisse. Wir schauen mal auf die Handelswoche der vergangenen Woche. Es ging gemütlich nach oben. Dann gab es die Inflationsdaten. Wir hatten da vorher kaum Impulsgeber. Ne? Es war relativ ruhig, dünnes Volumen. Dann gab es die Inflationsdaten. 7% waren es im Vormonat, 7,5% sind es geworden, deutlich überrascht auf der Oberseite. Und dann gleich die Sorge, oh Gott, vielleicht macht die Notenbanker ja wirklich ernst, vielleicht sind die Worte, die sie gesagt haben, wahrhaftig und werden umgesetzt, vielleicht sogar noch stärker. Und dann am Ende Freitagabend, da hat dann der CETRA-DAX schon geschlossen, da ging es nochmal deutlich nach unten, da gab es dann, ja, die Notschalte der G10 mit der NATO und der EU und den USA. Dass wahrscheinlich ein Angriff Anfang der nächsten Woche von Russland auf die Ukraine so gut wie sicher ist. Ja, die ersten evakuieren und nicht evakuieren, sondern rufen die Landsleute auf, das Land zu verlassen. Also und damit war die nächste Verunsicherung. Und der sehr verunsicherte Wochenschluss war perfekt. Der DAX konnte noch positiv schließen. CETRA-DAX mit 2%, aber der Future hat natürlich jetzt schon deutlich abgegeben. Wir haben einen riesen Spread zwischen Future und Cetra. S&P 500 schloss minus 1,8%, Dow minus 1% und Nasdaq minus 3%, obwohl man lange, lange im Plus war, aber dann letztendlich die nächste Verunsicherung durch Russland und die Ukraine sorgte dann für einen weiteren Rutsch. Aber bleiben wir erstmal bei der Geldpolitik. Diese Grafik hat die Freitag ja schon gezeigt. Blau sind die Leitzinsen in den USA, rot die Inflationsrate und wie gesagt, die höchste seit 40 Jahren, ging ordentlich nach oben mit 7,5%. Das letzte Mal, als wir so hohe Inflationsdaten in den USA hatten, lag der Leitzins über 10%, jetzt bei 0,0 bis 0,25%. Also da sieht man schon, die Fed ist komplett hinter der Kurve, hat ja verdammt viel verpennt. Und ja, die Sorge, dass sie nun stark und schnell agieren wird, ist nicht verflogen. Diese Hoffnung hatten wir ein wenig, dass die nächsten Daten schwächer ausfallen, Basiseffekt und dann vielleicht, ja, wird nicht ganz so schlimm mit der Straffung. Jetzt sind sie nochmal stärker ausgefallen. Jetzt die Sorge, vielleicht wird es ja noch schlimmer. Wir haben sogar die Diskussion nun, ob es vielleicht am Montag eine Emergency Rate Hike gibt, eine Notzinserhöhung. Kennt man ja bloß als Cut, als Senkung. Während der Pandemie oder Finanz- und Schuldenkrise gab es das. Zwischen den Sitzungen hat man sich getroffen und hat dann Notfallmaßnahmen
breiteres QE oder eine deutliche Zinssenkung durchgeführt, nicht nur angekündigt, sondern durchgeführt. Und jetzt gibt es die Diskussion, ja, vielleicht kommt jetzt sogar ein Notschritt der FED. Ja, meine Güte, es wird immer mehr. Zu jeder Sitzung soll es einen Zinsschritt geben, einen großen Zinsschritt soll es schon in der ersten Sitzung geben und zwischendrin noch eine Notmaßnahme. Also, mehr kann es ja gar nicht mehr werden. Ne? Mal sehen. Also Montag in der Tat gibt es ein geschlossenes Treffen der FED-Ratsmitglieder. Wurde kurzfristig anberaumt und ja, das ist natürlich auch verunsichert. Vielleicht kommt wirklich was. Sie sollten es eigentlich meiner Meinung nach tun, nicht vermeiden. Denn so ein Emergency Rate Hike, also müssen Sie sich umgewöhnen. Das gab es, also ich glaube, das gab es historisch noch nie. Das ist schon so eine Notmaßnahme, wird ja heißen: Oh Gott, wir liegen komplett daneben. Wir müssen jetzt, die Hütte brennt. Wir brauchen Notmaßnahmen. Also, boah, vielleicht irgendeine Wortmeldung, so also ein Statement, aber. Vielleicht Notfallmaßnahmen, ich weiß nicht, ob das der überhaupt jetzt noch braucht. Es wäre ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Aber zugleich, das zeigt eben diese Grafik auch, man hängt komplett hinter der Kurve. Und ich kann mir vorstellen, ne, dass die Fed in der Tat schnell agieren wird und auch stark. Ne? Einige sagen ja, niemals 50 Basispunkte, 0,5% gleich hoch der Zins, niemals, niemals. Aber 0,25% ist vielleicht auch ein bisschen, Notfallmaßnahmen sind übertrieben, aber 0,25% sind wir ja im Sommer bei 0,5%. Das ist auch ein bisschen wenig. Das glaube ich nicht, dass es so Minischritte geben wird. Ich glaube schon, dass man einen starken Schritt, vielleicht sogar zwei gehen kann, aber dass dann die Sache ganz schnell wieder abebbt. Warum? Schauen wir auch gleich an. Und auch in Deutschland gestern auch gelesen, IFO-Institut hat gewarnt vor einem Preisschock. Also jetzt vom Preisschock zusätzlich zu den Energiepreisen, dass die Nahrungsmittelpreise nun der größte im Jahr 2022, der größte Preistreiber werden könnten und die Inflation in die Breite ziehen. Also puh, das ist ja die große Sorge, dass die Inflation jetzt wirklich nicht nur von Energiepreisen, die Daten der USA haben schon angezeigt, dass sie in die Breite geht, dass die jetzt sich wirklich festsetzt, dann eine Lohnpreisspirale noch lostritt. Da kriegt man die eben nicht mehr runter, ne? Eine Lohnerhöhung, die zieht man nicht mehr zurück, die ist dann fest, ne? Und dann müssen die Unternehmen auch wieder die Preise erhöhen, weil die Kosten steigen, also dann ist alles zu spät und es ist ein bisschen das Szenario, dass die Notenbanken komplett hinter der Kurve sind und vielleicht muss man jetzt schnell agieren, man sieht es an der Grafik, man hängt total hinterher, man muss mal hochgehen jetzt und auch mal stark, jetzt Mini-Schritte, ich glaube es nicht, ich glaube nicht an Notfallmaßnahmen, aber Mini-Schritte, jetzt 25 Basispunkte und nächsten Sitzung überlegen, das glaube ich nicht, ich glaube, man muss ein bisschen aufholen, aber dann gleich ausbremsen, das zeigte diese Grafik nochmal, das sind die Anleiherenditen, die sind ja nach oben geschossen, so stark wie zuletzt zur Schulden- und Finanzkrise, und genau das ist der Punkt, warum es nicht weitergehen kann mit den Zinserhöhungen. Ich kann mir Reaktion jetzt vorstellen, okay, wir müssen reagieren, wir sind hinter der Kurve, jetzt kommen die Zinsschritte mal vielleicht 0,5% nach oben, dann zwei kleine, damit wir mal schnell bei 1% sind und dann vielleicht Ende des Jahres 1,5%, dann ist Schluss, die Schuldenfinanzkrise, man dachte mal, kommt, dann haben wir die Zinsen runtergedrückt, Risikoaufschläge auf Null, geht ja nicht mehr, wir haben die Schuldenfinanzkrise mit Schulden ertränkt, Schulden stand jetzt viel höher als damals zur Schuldenkrise, ja, da können wir doch jetzt nicht die Schulden teurer machen, indem wir die Zinsen deutlich spürbar erhöhen, geht nicht, das war nicht mehr tragfähig, vor allem auch in der Eurozone, deswegen ist ja Madame Lagarde, die EZB-Präsidentin, so zurückhaltend, sie sieht einfach das systemische Risiko, ne? Dann lieber ein bisschen Inflation, ist doch egal, und aber besser als nochmal Schuldenkrise Teil 2 und diese diesmal auf einem viel höheren Schuldenniveau, also das ist der Punkt, worum es eigentlich nicht geht, die Zinsen deutlich zu hören. Man muss jetzt reagieren, definitiv wird man Zinsschritte bringen müssen, vielleicht auch mal stark, aber dass dies eben schnell abebbt, dass man hier nicht so viel Spielraum hat. Man hat keinen Spielraum, diese Inflation von dieser Seite zu bekämpfen. Daher schnelle Schritte, aber hier nicht viel weiter. Dafür könnte man einen anderen Punkt angreifen. Das ist eben die Bilanzsumme. Und ich habe letzte Woche gesagt, Räder hört die Signale. Jerome Powell zur letzten Sitzung. Die Bilanzsumme, die bietet so hoch, die bietet so viele Möglichkeiten, schnell und stark dort zu agieren. Jetzt haben die Daten deutlich überrascht auf der Oberseite. Warum sollten seine Worte jetzt nicht mehr gelten? Warum sollten die abgeschwächt sein? Nein, die werden sich auf die Bilanzsumme ganz schön stürzen. Das glaube ich. Zinsen, erste Schritte, okay, aber dort ist schnell die Grenze erreicht und dann wird man schnell Richtung Tightening gehen, Bilanzsumme, und das wird man als kleineres Übel sehen. Größere Übel, systemischer Risiko, Risikoaufschläge zu hoch, Schulden zu teuer, bei einem extrem hohen Schuldenstand geht nicht.
Da sucht man das kleinere Übel bei der Bilanzsumme und das kleinere Übel wäre dann, dass der Aktienmarkt erleiden würde. Die Reduzierung der Bilanzsumme wäre schlecht für den Aktienmarkt, aber auch da, Trader hört die Signale, das hat den Jerome Powell immer gesagt, der gute Fed-Chef, die Bewertungen sind historisch hoch, der Aktienmarkt schäumt über. Da ist einfach Puffer auf der Unterseite vorhanden, dass man einkalkuliert, bedenkt, hört die Signale. Zum letzten FED-Sitz und da hatten, ist der Nasdaq hier, was ist, 15% nach unten gerauscht und Jerome Powell hat es noch nicht mal mit einem Wort erwähnt. Der hat den Abverkauf nicht erwähnt, nicht verbal interveniert. Ne? Das ist schon interessant. Die Schmerzgrenze ist da ganz weit unten. Und er wusste damals wahrscheinlich schon, wo man dann ansetzen möchte. Leitzinsen, erster Schritt, aber schnell am Ende. Zweiter Schritt ist die Bilanzsumme. Um in das systemische Risiko nicht zu hoch zu schrauben, aber der Aktienmarkt könnte der Leidtragende sein, wenn eben die Liquidität abgezogen wird im schnelleren und stärkeren Maß als zur letzten Normalisierungsrunde 2018, Taper Tantrum. Super gescheitert, viel kleineren Schritten. Diesmal wird es besser. Nein, man kennt das Risiko absolut, aber man sucht momentan eben das kleinere Übel. Also das ist meine Annahme, kann natürlich komplett verkehrt liegen, aber könnt ihr gerne auch im Kommentarbereich schreiben, was ihr dazu denkt. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass wir ganz klein anfangen, wenn wir uns hinschritten. Wir werden schon durchaus einen großen sehen, vielleicht sogar zwei große. Und dann ist die, aber dann schnell die Fahnenstange erreicht und dass man dann Richtung Bilanzsumme schaut und ja, den Aktienmarkt ein bisschen hängen lässt. Ein Fettbuttkabel gab es ja lang genug, bis der Markt dann übergeschäumt ist. Und hier hat man einfach Puffer. Man hat Puffer bei der Bilanzsumme, man hat Puffer beim Aktienmarkt. Das hat Jerome Powell ziemlich unverhohlen gesagt und das sollte man hinhören. Wenn Notenbanker deutliche Sprache wählen, zu gerne packen sie alles in Watte. Aber wenn die da deutlich sprechen, dann sollte man das auch wahrnehmen und vor allem vor allen Dingen liegen seitdem eben nochmal der Sprung der Inflation dazwischen. Die Worte wurden nicht abgeschwächt, ne? Im Gegenteil. Hoffen wir nur, dass es nicht Montag irgendeine Meldung gibt, dass man wirklich eine Notzinserhöhung einleiten möchte. Ich glaube, das könnte negativ aufgegriffen, auch wenn es ein bisschen Klarheit wäre. Aber das ist Notfallmaßnahme, das wäre auch ein bisschen zu heftig. Irgendeine Wortmeldung, okay, ein bisschen für Ruhe sorgen, okay. Aber bitte nicht gleich mehr. Und das ist das Problem der Notenbank liegt auch hier. Wir hatten Freitag das Verbrauchervertrauen in den USA, Konsumentenerwartung auf 11-Jahrestiefe runtergefallen. Die Inflation kommt im Portemonnaie an, die kommt im Kopf an und dann damit auch im Konsum, der in sich zusammenbrechen droht. Und Konsum, der große Teil des US beruhen auf dem Konsum. Und ja, hier rutscht man jetzt schon fast auf Rezessionsniveau. Ne? Das Verbrauchervertrauen mit dem tiefsten Stand seit 11 Jahren ist man fast auf Rezessionsniveau angekommen. Und das ist eben auch der Punkt der Fed. Oh. Die hängt, weil es komplett verpennt haben, die Inflation, hängen sie nun komplett hinterher. Wenn sie zu stark agieren, die strafende Politik, ist das ja auch zugleich bremsen für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft aktuell jetzt schon ausgebremst wird. Konjunkturelle Eindrücke in den frühen Indikatoren, wir sehen, die jetzt zu stark agiert, droht dann vielleicht schon der zweite politische Fehler der Fed. Und ja, das ist ein Spagat, kann man sich nicht vorstellen. Aber das haben sie sich selbst eingebrockt. Wir hatten es ja hier diskutiert, wie lange sie gesagt haben, oh, das ist alles nicht wahr, das ist alles transitory. Ach, wir denken noch nicht mal darüber nachzudenken, gegebenenfalls die Geldpolitik anzumachen. Hat sich ja lustig gemacht. Bis dann irgendwann Emergency Rate Hike. Oh, da redet man über sowas unglaublich. Also man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, diese Kehrtwende. Eigentlich müsste man sagen, raus, raus, entschuldige mal. Also, vor ein paar Monaten hast du Schatze gemacht. Wir denken auch nicht mal drüber nachzudenken. Ihr hätten es mal ein bisschen mehr gedacht. Und urplötzlich haben wir hier eine Notsitzung oder was. Also, es ist ein Punkt. Man kann es sich eigentlich nicht richtig vorstellen, wie unglaublich der Fettrat und auch allgemein die EZB kippt ja auch zusammen. Komplett Richtung Hawkish kippt und die ganzen Aussagen, die sie vorher hatten, aber witzig, ne? Vor 24 gibt es keine Zinserhöhung, Bilanzsummenreduzierung niemals. Jetzt kann es gar nicht schnell genug gehen und hat man sogar Notfallsitzungen. Also eigentlich hätte Jerome Powell keine Verlängerung seiner Amtszeit verdient gehabt. Ne? Aber gut, dann hängt er fest und wahrscheinlich ärgert er sich, dass er verlängert hat, dass er nicht gleich abgesprungen ist. Also diese Sache bleibt einfach sehr, sehr schwierig und die Fed muss den Spagat nun gehen.
die Inflation irgendwie einzuholen, ohne dass es in die Breite geht. Es deutet sich momentan an, dass sie in die Breite geht. Jetzt haben wir einen Ukraine-Konflikt, Ölpreis mehr Jahreshoch erreicht wieder. Bleiben die Energiepreise auch noch hoch? Good luck with that, Mr. Powell. Das wird keine leichte Angelegenheit werden, und jetzt zu stark agieren könnte zusätzlich dann eben diese abschwächelnde Wirtschaft dann auch noch komplett abwirken. Also viel Spaß bei diesem Spagat. Naja, aber selbst schuld, ne? Wir denken nicht mal drüber nach, irgendwas überhaupt zu denken. Naja, gut, dann viel Spaß mit in den nächsten Wochen. Aber auch der Aktienmarkt hat sich eigentlich gut gehalten, ne? Bis die Inflationsdaten kamen. Der Dow Jones bis 3% ins Allzeithoch angelaufen. Okay, Value-lastig ein bisschen ist er natürlich der Outperformer. Haben wir lang genug diskutiert, dass eine straffende Geldpolitik ja für Wachstum schwierig ist. Das sieht man ja auch im Shortbild. Aber hier zu sehen, auch wenn man die Anleihemarkt sieht, der Anleihemarkt mit seinem stärksten Anstieg seit der Finanz- und Schuldenkrise, der preist eine geldpolitische Wende schon viel, viel deutlich ein. Der reagiert auch deutlich früher. Und der Aktienmarkt nicht wirklich. Jetzt gab es die Schwäche mit dem Ukraine noch dazu, aber letztendlich ist hier doch eine kleine Divergenz offen, wenn denn diese geldpolitische Wende kommt. Davon müssen wir ganz fest ausgehen, ne? Die wird kommen, ne? Die Frage ist noch, wie stark und so. Und damals haben wir ja auch kurz diskutiert im Training, das war im Premium-Bereich, dass damals bei der EZB, also die ersten Zinserhöhungen hatten, ne, da hatte der Markt positiv reagiert. Ist ja auch so. Der Markt reagiert da positiv, weil eine Zinserhöhung aus dem Moment der Stärke herauskommt. Damals lief alles gut und man hat homöopathisch reagiert. Ne? Es hat ja trotzdem noch QE gehabt. Da hat man gedacht, ach, ja, ist ein Moment der Stärke, Wirtschaft ist, Konjunktur ist gut, und macht man Minischritt, macht man aber nicht mehr. Jetzt kommen wir aus einem Moment der Schwäche. Die Konjunktur trübt sich ein. Man muss agieren, nicht weil jetzt alles super, super mega ist, sondern weil die Inflation zu hoch ist. Das ist der große Punkt. Und man reagiert nicht homöopathisch, sondern möchte in allen Fronten angreifen. QE sofort beenden. Hier läuft der 6. März aus. Sofort Zinserhöhung, vielleicht die größte Zinserhöhung seit über 20 Jahren. Das ist kein homöopathischer Schritt mehr. Sogar Notmaßnahmen überlegt man sich anscheinend. Und sofort die Bilanzsumme. Das ist ein anderer Punkt, ne? Das ist gleich viel stärker und es ist nicht aus dem Moment der Stärke. Das ist ein großer Unterschied zu damals, zu dem, wo man 4,5 Jahre homöopathische Schritte gewagt hat. Ja, in einen starken Aufschwung hinein konnte man das positiv am Ende sehen, ja, dann macht doch diesen Minischritt, Hauptsache Geldpolitik bleibt locker. Diesmal ist das etwas anders. Ja, und diese Wende wird kommen, ne? Die Frage nur, wie stark und nicht, aber sie wird eben kommen. Die Auswirkungen haben wir momentan noch nicht. Bilanzsummen haben Allzeithochstände erreicht, heute bzw. in dieser Woche, EZB und der Fed, aber Richtung Frühsommer, Sommer. Dann wird es spürbar werden, dann wird die Liquidität auch abgezogen. Und dann werden die Auswirkungen, jetzt ist momentan alles psychologisch, ne? Sorgen, Ängste, kommt das eben auch am Aktienmarkt an. Und die Sorge und die Ängste, ne? Puh, alles Katastrophe, alles schlechter, das ist immer die Sache für oh, Fear and Greed Index schon richtig bei der Angst wieder. Ne? Das birgt auch die Chancen für Short Squeezes. Das ist kein leichtes Marktumfeld, kein leichter Markt für Trader. Und dann an dieser Punkt noch. Freitag gab es dann die Meldung der Ukraine. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber was kann man sich vorstellen? Das Unvorstellbare ist auch schon passiert. Ne? In der Tat hat sich gestern Jerome Powell, nicht Jerome Powell, Joe Biden, Jerome Powell hätte noch gefehlt, Joe Biden hat die G10 versammelt, also die wichtigsten Weltführer, ne? Der stärksten Industrienationen. Und die NATO war mit dabei, die EU war mit dabei, versammelt kurzfristig zu einer Krisenschaltung, hat sie informiert, dass anscheinend Russland kurz davor ist, die Ukraine anzugreifen. Und kurz danach, nach den Treffen, haben die ersten Länder bereits wenige Minuten über das Auswärtige Amt Bescheid gegeben, dass sie die Landsleute bitte die Ukraine so schnell wie möglich verlassen sollen. Da muss anscheinend irgendwas doch dahinter stehen, da müssen doch Gründe sein, dass man diese Sorgen hat, diese solche Aufforderung, das Land zu verlassen, schnellstmöglich. Es kommt in der Tat, wer sich ein bisschen zurückerinnert, kurz vor Eskalation, und es ist höchstens die Chance, dass Putin jetzt nochmal einen Bluff gehen möchte, nochmal jetzt setzt meine Maßnahmen um, die ich möchte. Aber momentan scheitert ja jedes Gespräch und böse, böse Kommentare gibt es. Also was englische Außenminister mit Lavrov, russische Außenminister, ein Tauben mit, hat mit einem Stumm geredet. Okay. Beste, beste, beste Ergebnisse. Aber es ist ein ganz, ganz großer Unsicherheitsfaktor. Ich persönlich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich hätte mir vorstellen können, okay, im Osten, im Donbass, eine Aktion schneidet sich
Putin Russland noch ein Stückchen von der Ukraine ab. Aber dass das komplette Land ist, laut Plan, schneller Angriff auf Kiew, um Umsturz dort herbeizuführen, bei allen Respekt, das klingt surreal, das ist doch kein Gewinn für Putin. Wie ist Ukraine nicht komplett kampflos und er hat sich das überlassen? Es wird Tote in der russischen Armee geben, nicht wenige. Es wird viele zivile Opfer geben. Es ist ein lupenreiner Angriffskrieg. Der ist in Russland auch nicht populär. Wie möchten das Putin umsetzen? Also, das ist für mich extrem surreal. Ich hoffe einfach mal, dass es ein Bluff ist, dass es wirklich ein Bluff ist, dass er jetzt nochmal Verhandlungsdruck ausüben möchte und dass eben der Westen einknickt und hier Zugeständnisse macht. Wenn nicht, ist das ein schwarzer Schwan-Moment, meiner Meinung nach. Die ganze Weltordnung könnte da Richtung Kalter Krieg umkippen. Dann hätte man NATO, Polen, Ukraine würde sofort wieder zusammenstehen an Russland. Also das möchte man sich nicht vorstellen. Ich kann es mir, weil es komplett unlogisch ist, weil es eigentlich keine Gewinner geben kann, aber das Unvorstellbare ist in dieser Welt auch schon häufiger passiert, sollte man im Hinterkopf einfach lassen. Wenn dort die Auswirkungen kommen, man in der Tat den Angriff auf Kiew startet, dann ist das ein schwarzer Schwan-Moment und die Aktienmärkte werden massiv abgeben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gehalten werden kann. Zugleich auch noch, ja, hat man Notenbanker, die nicht dagegen halten können, mit lockeren Maßnahmen, die straffen müssen. Das würde jetzt wirklich noch fehlen. Ich persönlich glaube, ich denke, muss Verhandlung sein. Es wäre Kamikaze und ich hoffe, dass diese Kamikaze nicht kommt. Ihr könnt gerne eure Meinung mal in den Kommentarbereich schreiben. Auf alle Fälle ist es aber ein Moment der Unsicherheit, zusätzliche Unsicherheit. Es gibt noch ein Krisentelefonat heute, Putin mit Biden. Vielleicht die letzte Chance, aber alle Gespräche, die wir zuletzt hatten, sind alle grandios gescheitert. Wir haben viel, viel Unsicherheit. Möge es nicht ausbrechen, ansonsten wird es wirklich wild. Momentan haben wir schon so die Unsicherheit am Markt. Wir brauchen nicht die Unsicherheit auch noch in der Welt. Gerne könnt ihr eure Meinung mal in den Kommentarbereich schreiben oder kommt auf tradingportal.net in den Trading Chat. Wir schauen uns trotzdem aufgrund dieser unsicheren Lage und aufgrund der Notfallsitzung am Montag der Fed, Krisentelefon, Biden, Putin. Es kann alles überlagern. Wir schauen uns trotzdem die Termine an. Montag habe ich es noch hingeschrieben. Wie gesagt, ist die Notsitzung der Fed, also die außerplanmäßig geschlossene Sitzung. Mal gucken, ob jetzt auch noch ein Emergency Rate Hike ausrufen möchte. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Da hätten wir Dienstag, hätten wir die ZTW-Konjunkturerwartung. Das wäre ein bisschen interessant. Erzeugerpreise USA, ne, ein bisschen inflationärer Druck. Ist der noch vorhanden? Und gibt es hier vielleicht schon eine Abschwächung? Das wäre etwas wichtig. Und vor allem Mittwoch auch die Inflationsdaten aus China. Ne? China produziert immer noch sehr viel für die Welt. Und wenn dort die Erzeugerpreise immer noch unter Druck stehen, dann geben sie diese Preise eben weiter an uns. Und wer der Hinweis auch von dort bleibt, der Preisdruck. Aber eigentlich müssten ja mal die Basiseffekte wirken. Aber es geht immer mehr in die Breite. Und dann haben wir 20 Uhr noch das FED-Protokoll. Ich glaube, das wird auch nicht gut. Ne? Der Jerome Powell ist ja immer aus der Vergangenheit wissen, dass er immer ein bisschen milder aufgetreten war in der Presse kommt. Er möchte ja niemanden verschrecken, obwohl er beim letzten Mal schon überraschend Direktor den Abverkauf nicht mal kurz erwähnt hat. Da wird das FED-Protokoll wahrscheinlich sehr, sehr hawkisch ausfallen, also sehr Richtung Straffung gehen. Und das Protokoll ist vor den letzten Daten erschienen. Jetzt haben wir noch mal 0,5% Inflation obendrauf gekriegt. Also das kann eher eine negative Überraschung sein. Ansonsten Freitag hat man dann den Verfallstermin auch noch. Der kleine Verfallstermin, der stützt eigentlich aktuell, hatte ich auch noch mehrfach gesagt, die Seitwärtsrange, die wir haben am Aktienmarkt, also gerade beim DAX, ne? Die Seitwärtsrange, die wir haben seit März, 14.8, 16.000. Die Stühle waren genau in der Mitte abrechnen. Ne? Unten stark geschützt, oben geschützt. Das ist die große Gefahr jetzt auch. Vor allem vom Hintergrund der Ukraine. Ich hoffe, es ist ja keine Eskalation eintritt. Haben wir das? Haben wir den Abverkauf? Kommt die Stühle in extreme Schieflage. Die positionieren uns richtig stark ab 14.8. Die müssten mitgehen und das wäre ein Brandbeschleuniger. Und würde dann diese Bewegung noch befeuern. Das ist die Gefahr, die jetzt droht. Nächste Woche ist der Verfallstermin, also selbst der große Verfallstermin, noch größere Positionierung in diesem Bereich. Also, boah. Die Stillhalter sind im normalen Umfeld. Wir rechnen schön in der Seitwärtsrange ab. Aber wehe, wir kriegen jetzt einen Impuls. Möge es nicht so sein. Nicht von dieser Seite, bitte. Aber wehe, es kommt der Impuls, dann wäre dieser Verfallstermin leider auch noch ein Brandbeschleuniger in der dann neu einsetzenden Brandrichtung.
Ja, das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein mit dem Überblick. Also es ist wirklich kein leichter Markt aktuell. Sehr, sehr viele Verunsicherungen. Geldpolitische Verunsicherung. Ne? Wir hatten die Hoffnung, dass die Daten vielleicht die derben Worte, die deutlichen Worte der Notenbanker etwas entschärfen. Die Daten haben genau das Gegenteil hervorgerufen. Und die Notenbanker werden agieren, stark agieren. Aber sie können nicht zu stark agieren. Und ich denke, sie werden sich auf die Bilanzsummen konzentrieren und damit leider den Aktienmarkt keinen Gefallen tun. Und dazu jetzt noch die Weltpolitik hinzu. Mal sehen, was das Wochenende noch bringt. Aber der Start am Montag extrem verunsichert dürfte es sein. Wir schauen trotzdem auf die Chartbilder drauf. Auch wenn die Spanne etwas kurz ist, letztendlich sind ja die Erwartungen, schauen wir uns gleich an, die wir hatten vor einer Woche und eigentlich letzten Mal auch ziemlich in Erfüllung gegangen. Hier nochmal die Jahresperformance seit Jahresbeginn. Ja, der DAX ist ein bisschen fester, das ist Tetra-DAX, der Future ist deutlich tiefer gewesen jetzt. Der hat im Ukraine nicht mehr verarbeiten können. Growth ist wieder Richtung Jahrestief unterwegs. Wo stehen Sie jetzt auf Jahressicht? Minus 12,6% steht der Nasdaq 100. Ja, Glückwunsch. Dow Jones 4,4% auf Jahressicht, S&P 500 7,3% auf Jahressicht und der DAX ja minus 2,9%. Aber da ist, wie gesagt, Ukraine noch nicht mit drin. Also ordentlich, ordentlicher, mieser Jahresauftakt, so wie der Jahresauftakt, so das Gesamtjahr. Hurra! Ja, na mal gucken, hoffentlich konnte diese Börsenweisheit nicht in Erfüllung gehen. Aber allein der Punkt, möge es nicht. Weltpolitik mal ausgeklammert, allein der Punkt Geldpolitik. Diese unglaubliche Straffung, vor der wir stehen, wo sogar Notmaßnahmen plötzlich im Raum stehen. Unglaublich, ist historisch. Historische Wende ist das. Ne? Das darf man nicht vergessen. Beißeltipp ist tot. Ne? Beißeltipp im kleinen Format ist tot. Mini-Vola, letztes Jahr extrem Mini-Vola, historisch niedrig. Haben wir immer diskutiert. Gibt es andere Zeiten? In diesen Zeiten kommen wir über. Kommen wir jetzt genau hinein, aufgrund auch dieser historischen geldpolitischen Wende. Das wird nicht einfach. Im besten Fall wird es ein wilder Ritt. Und wir rutschen nicht in einen Bärenmarkt. Aber was man auch eben nicht vergessen darf, dieser Hosse, von der wir nun kommen, Notenbankhosse, die mit QE-Programm gestartet haben, mit der Liquiditätsflut 2009, die längste Hosse, die stärkste Hosse, die es dem Aktienmarkt jemals gesehen hat, steht unter ernster Probe, wenn es eine historische geldpolitische Wende gibt. Das sollte man nicht vergessen. Ne? Dieser Notenbankhosse, angetrieben von Liquiditätsflut, droht ein massiver Cut der Geldpolitik, da muss man vielleicht auch die Hosse hinterfragen. Im besten Fall wird es nur ein volatiler wilder Ritt. Im schlechten Fall war es das mit der Hosse und es kann ein Bärenmarkt drohen. Wie weit wir das hier aufgetüdelt haben, den Wachstumsbereich, ne, QE, deflationäres Umfeld, massive Liquiditätsflut, da geht alles in Risiko hinein. Growth hat außerordentlich profitiert, ist extrem aufgegangen, die Divergenz zum breiten Markt, zum Value-Bereich, DAX sowieso massiver Underperformer. Damals, zu den letzten Bärenmärkten, hier zur Finanzkrise, hier zur Dotcom-Bubble, hat man diese Divergenz immer wieder schließen können. In der Mitte des Bärenmarktes, also gut, nach 2 Jahren, das ist ein Bärenmarkt, der hat man mal ein bisschen länger mit, konnte man die schließen. Jetzt die große Frage: Ist das die große geldpolitische Wende, die so wehtut? Und kann es sein, dass hier dann, seitdem wir die Notenbank Hosse haben, dass hier wieder eine Anpassung stattfinden wird? Fragezeichen. Aber die Gefahr ist durchaus gegeben, wenn wir diese Jahresperformance beim Nasdaq sehen und den Dow Jones mal gegenüberstellen als Value Index. Es ist schon ein Unterschied und es kann gut sein, dass hier eben diese Anpassung langsam voranschreiten kann, aber eben auch noch verdammt viel Luft hat. Das soll man eben auch nicht vergessen. Die großen Shortbilder habe ich auch noch mal dabei. Wir gehen mal hinein in den S&P 500. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ne? Wir haben jetzt diese extreme Unsicherheit. Was weiß ich, was am Wochenende jetzt noch passieren wird. Es sind große Sprünge möglich. Wir hatten auf alle Fälle immer diese große SKS-Formation im Blick. Wir hatten nach diesem Rutsch hier unten, hat mir frühzeitig gesagt, es sind jetzt mal Short-Squeezes möglich und starke Gegenbewegungen brauchen schließlich eine rechte Schulter. Und da haben wir eben diese Fibonacci-Bewegung gesehen, Erholung gesehen, bis zum 61,8er-Retracement. Ihr könnt es hier sehen, also extrem nach unten und auch extrem nach oben, aber vollkommen im Rahmen. Ne? 61,8er-Retracement ist voll im Rahmen für eine technische Bewegung. Dann haben wir hier schon gesagt, zum Wochenverlauf waren wir 4 Tage seitwärts Richtung Inflationsdaten. Haben wir gesagt, das sieht nicht fertig aus. Wir brauchen nochmal den Spike nach oben, gegebenenfalls für einen Doppeltop, um dann dort abzudrehen. Und dann Doppeltop, gegebenenfalls hier kann es sein, dass das Doppeltop die Tür öffnet zu der Bewegung zum Jahrestief. Und das haben wir eigentlich, haben wir es aktiviert, das Doppeltop.
und würde die Tür öffnen, hier zum unteren Bollinger Band wäre das rechnerische Ziel auch knapp 4.300 und dann hätte man das Szenario, was ich euch jetzt eigentlich schon ziemlich lange erzähle, ne? Hier haben wir doppelt top ausgebildet, Türöffner und dann runter nochmal Richtung unteres Bollinger, ein bisschen höher gesetzt und dann noch wieder hoch, könnte man wieder hochziehen, ne? Muss man wieder hochziehen, besser gesagt, weil sonst wird es wirklich ernst. Aber diese Bewegung, die wir hier diskutieren seit Wochen, diese sehen wir letztendlich auch jetzt befeuert, ne, ziemlich schnell jetzt befeuert durch die Meldung aus, da nicht aus der Ukraine, bezüglich der Ukraine, kann natürlich genauso schnell wieder umschwenken. Das ist einfach extremer Unsicherheitsfaktor. Aber momentan diese Bewegung passt, hätte auch einen anderen Impuls haben können, aber normalerweise, hätte, egal was es wäre, ich bin fest davon ausgegangen, dass wir diese Bewegung nochmal unten sehen müssen, denn ein starker Abverkauf hier von 10%. Entweder gibt es eine V-Erholung, für mich sehr unwahrscheinlich gewesen, dass man das sehen, sondern dass man nochmal runterlaufen müssen, eine Bodenbildungsformation suchen, klassisch Doppelboden. ISKS-Formation, Doppelboden habe ich eher gesehen aufgrund dieser möglichen übergeordneten Formation einer SKS-Formation, die euch nochmal groß einzeichnen möchte, die auch ein bisschen Zeit hat für den Februar. Haben wir ja gesagt, wir müssen ein paar Tageskerzen sammeln. Und dann kann man eben hier bis Ende Februar diese mögliche rechte Schulter ausbilden. Die Zeit haben wir. Gibt es eine Eskalation weltpolitisch, kann man sagen, diese Schulter ist auch schon fertig. Und es ist halt passt ja auch bärisch. Ne? Sie kann kleiner ausfallen von der Dimension in der Höhe, aber eben von der Breite. Kann auch mickrig werden. Dann ist das eher der Hinweis, oh, da ist bärischer Druck vorhanden. Also wenn wir jetzt hier runterfallen wollen und nicht den Doppelboden aufgreifen, kann es gut sein, dass wir auch direkt auf aktivieren, pünktlich quasi zur weltpolitischen Eskalation hätten wir eine große Umkehrformation fertig. Na dann. Ja, dann haben wir auch mittelfristig eine erste große Eintrübung im Chartbild. Ja, das sind schon 12%, über 500 Punkte. Fast die Formation möchte man nicht nach unten sehen. Aber da hätten wir mittelfristig auch eine erste bitterböse Eintrübung. Versuchen wir es neutral zu sehen, abseits der Weltpolitik, die komplett viel Unsicherheit mit sich bringt. Die haben meiner Meinung nach die Bewegung jetzt hier offen zum möglichen Doppelboden. Den müssen die Bullen aufgreifen, könnte man hier noch ein bisschen seitwärts dann sich einpendeln, bevor man dann einen nächsten Impuls sucht, um hier eine Formation dann ja vielleicht zu aktivieren. Ist es die SKS-Formation? Wird es ein Broadening Top? Wird es vielleicht sogar ein Doppelboden? Die Zeit hätten wir schon, aber jetzt haben wir eben doppelte Verunsicherung, Geldpolitik und Weltpolitik. Und da sollte man alle Szenarien im Auge behalten. Wo man nicht durchfallen darf, ist hier die 4.150 knapp. Wenn wir dort durchbrechen, dann A, wäre die SKS-Formation aktiv und B, hätten wir hier auch so eine wichtige Trendlinie durchbrochen. Und dann hätte das Chartbild wirklich schon einen richtigen Kratzer mal abbekommen. Momentan ist hier noch nicht so viel passiert. Die haben die 200-Tage-Linien. Es wäre gut 4.410, 4.450. Mal sehen, welcher Impuls kommt, ob man vielleicht Montag fest da reingeht. Es wäre gut, wenn wir hier einen Inside-Day ausbilden und uns hier stabilisieren können. Da können wir uns wieder, könnte man wieder hochkämpfen in den Bereich der 100 Tage, in den 4.550 hinein. Kommen wir da drüber, dann wäre sogar noch eine Erweiterung in den 4.600er Bereich möglich. Best Case. Oh, Putin und Biden feiern gemeinsam Geburtstag und sind Best Friends, sowas zum Beispiel, dann könnte es ja die Überraschung geben, den Short Squeeze war ja alles so negativ aufgelöst. Sentiment ist extrem negativ. Ne? Das ist eigentlich Kontraindikator, kann Short Squeeze geben, aber das Sentiment ist momentan auch ziemlich wahrhaftig. Ne? Es droht nun mal eine weltpolitische Eskalation, es droht eine ganz große geldpolitische Wende. Das ist das Sentiment vielleicht ein bisschen auch berechtigt. Ne? Aber das ist wirklich momentan sehr, sehr schwierig. Also oberhalb der 200-Tage-Linie reinkommen, Chance gegeben, sich nochmal zu stabilisieren. Unterhalb direkt reinkommen und ich glaube, wir suchen direkt den Weg Richtung 4.300 und dann muss man, wie hier, müssen wir dann in eine Bodenbildungsformation übergehen. Stabilisierung bitte hier vor dem Jahrestief, damit man hier ein Doppel Boden aufgreifen können und dann die rechte Schulter noch ein bisschen in die Breite ziehen können. Durchbrechen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Also Eskalation darf es nicht geben. Diese Formation, die wir nun schon lange, viele Wochen beobachten, die wäre de facto fertig und darf nicht aufgelöst werden. Man darf nicht das Jahrestief reißen.
Ja, hier auch nochmal reingeguckt. Das große Bild. Das große Bild S&P 500 im Monatschart. Jede Kerze ein Monat. Hier ist die Dotcom-Bubble. Hier ist die Finanzkrise. Alles mit Bärenmarkt ging es ordentlich runter damals. Ne? Da ging es mal 50% runter. Also Finanzkrise ging es fast 60% runter. Das war ein Bärenmarkt. Hat man mal ein paar Jahre gebraucht, wieder hochzulaufen. Das ist ein Bärenmarkt. Ne? Hier begann dann bei 666 Punkten ganz teuflisch. Begann für den S&P 500 die Notenbankhausse. Die stärkste, die längste, die es jemals gab. Und schön hochgezogen. Zur Pandemie nochmal beschleunigt, weil ja. Liquiditätsfluss historisch hoch, fiskal historisch hoch, monetär von den Notenbanken historisch hoch. Und da gibt es einen richtig harten Cut. Fiskal fällt weg, keine Stimulus mehr, geht ja auch nicht mehr, also überschuldet bis Halskrause und Oberkante. Und monetär fällt auch weg. Im Gegenteil, es könnte sogar noch eine Straffung drohen, ein Tightening, dass man Liquidität abzieht. Nun gut, jetzt ist noch nicht viel passiert. Der Support hier hat gehalten bisher knapp unter der 4.300. Ja, wir hangen uns an der Oberkante des Hossa-Aufwärtstrendkanals entlang. Allein der Weg zur Unterkante wäre aber schon blutig vom Hochpunkt hier runterlaufen bis Ende des Jahres. Dann 30%, dann wären wir am Aufwärtstrend. Ne? Da sollte man auch nicht vergessen, dass wir hier noch ziemlich ausgedehnt sind, nicht keine große Korrektur gesehen haben. Wir haben den Trendfolger MACD. Da drohen die gleitenden Durchschnitte zu ja, scharf, also scharf, vor allem scharfe Kreuzen ist gefährlich. Ja, dann ist das Signal gerne wirklich auch mal stark. Also durchbrechen hier in der Tat, Jahrestief bitte nicht brechen. Dann hätten wir eine erste Eintrübung. MACD warte scharf durchkreuzen und dann kommt gerne doch etwas mehr her. Dann könnte hier ein erster Gipfel stehen und wir könnten mal stärkere Verwerfung sehen und vielleicht sogar der Tür öffnen, dass man dann den Aufwärtstrend, der ist ja noch nie mal, der wäre noch nie mal gebrochen, ne? Der wäre noch nicht mal gebrochen, der Hossa Aufwärtstrend, wenn wir hier 30% runterfallen. Das darf man bitte auch nicht vergessen und deswegen, Jerome Powell hört die Signale, ne? Abverkauf nicht erwähnt. Wir haben viele Möglichkeiten, an der Bilanzsumme zu drehen. Der Aktienmarkt ist historisch hoch bewertet. Hört die Signale. Der Fed-Put ist weg, also die Stütze des Feds für den Aktienmarkt. Vorerst. Es gibt eine Schmerzgrenze, aber die ist ganz, ganz tief momentan. Und ohne Stütze, dann ist dieser Hosse in der Tat auf sehr, sehr wackeligen Beinen unterwegs. Wir dürfen das Jahrestief bitte nicht unterschreiten. Auch hier nochmal, das ist der Quartalschart, jede Kerze ein Quartal. Hier ist nochmal Notenbank Hosse, war ja die stärkste bis hierhin, bis Notenbank Hosse. Wurde aber auch ordentlich korrigiert, bis um 61,8er Retracement ging es so runter, Finanzkrise ebenso und danach ordentlich nach oben. Jetzt stehen wir hier am 161,8er Retracement, der genau von der 1000 Hosse Dotcom Bubble sind wir jetzt angekommen, genau 4.300, knapp ist das. 161,8 Adressen hatte ich euch schon letzten Herbst gesagt. Da oben müsste der Weg schwerer werden. Das bricht man nicht so einfach durch. Im besten Fall volatil seitwärts, aber selbst hier, also hier gekommen sind die volatil, das sind groß, das sind 20% Bewegungen. Ne? Das sieht so noch klein aus, das sind aber im Quartalchart sind das schon große Bewegungen. Also hier im besten Fall volatil seitwärts laufen, im Bärenfall fallen wir durch. Ja, und da sind wir ganz schnell tief in der 3000er Zone drin. Auch hier der MACD auf Rekordniveau. Also man hat in der Tat, man hat viel, viel, viel Performance geholt. Von 666 auf fast 5000 Punkten von 2009 bis 2021. Ja, und jetzt ist man, steht man hier oben. Also vieles noch nicht passiert. Wir hatten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grüne Quartalskerze. Jetzt eine rote innerhalb der Vorquartalskerze. Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Ne? Übergeordnet sind wir noch ganz schön, Jerome Powell sagt es ja ähnlich, ne? Verdammt ordentlich weit oben stehen wir da noch. Und nach sieben Grünen kann er vielleicht auch mal zwei rote folgen. Vielleicht auch hier ein Gipfel und man fällt mal tiefer. Das sollte man, das übergeordnete Bild darf man nicht vergessen. Vor allem, wenn man bedenkt, was für eine Wende wir hier sehen. Und dass die Notenbankkurse vor einer ganz großen Probe steht. Wir sind ja beim Dow Jones, Outperformer natürlich. Der steht ja im möglichen Broadening Top. Ist wirklich fast 3% ans Allzeithoch rangelaufen, dann abgeprallt wieder, auch am 61,8er Retracement letztendlich mit Problemen. Jetzt Freitag zurückgefallen, ja, Richtung 34.600, EMA 200. Auch hier, keine Ahnung, was am Wochenende noch passiert. Können wir oberhalb reinkommen, können wir zumindest die Spanne halten zu 35.050, zum
SMA 200, zugleich 50 getreten, könnte man diesen Cluster halten. Darüber wäre sogar eine Bewegung 35,5 wieder möglich. Vielleicht hier eine große SKS-Formation anzustreben, Schulter-Kopf-Schulter-Formation anzustreben. Übergeordnet natürlich auch möglich, dass man diese innerhalb des Broadening-Tops ausbilden, selbst als Outperformer. Aber haben wir gleich Probleme hier unterhalb der 34.600 vielleicht per Sportkurs reinkommen. Auch hier denkbar, habe ich euch ja auch schon jetzt mehrere Wochen gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir eine V-Erholung hinbasteln, sondern dass man auch hier einen Doppelboden brauchen. Ne? Nochmal runterlaufen, nochmal runterlaufen, am besten höher gesetzt. Haben wir ja immer wieder gesehen, es braucht Umkehrformation nach starken Bewegungen. Und es wäre dann die Chance, dass wir dann hier runterfallen und dann hier vielleicht 33.600, also höher gestelltes Tief gegenüber dem Jahrestief. Dass wir hier einen Doppelboden anstreben, wieder hochlaufen können. Es darf nur keine Eskalation geben. Oberhalb der 34,6, wie gesagt, 35.000 möglich, darüber sogar möglich, nochmal 500 Punkte drauf zu packen. Aber vielleicht eben nur, um eine SKS-Formation hier untergeordnet für eine mögliche übergeordnete SKS-Formation anzustreben. Es ist, ich kann nicht bloß die Marke nennen, wir haben sind extrem volatil, auch die Wochenend-Futures sind schon volatil. Es ist letztendlich jetzt die Frage, was nun weiter in der Ukraine passiert. Dow Jones Quartalchart, auch nochmal jede Kerze ein Quartal, haben viele, viele, viele grüne Quartalskerzen ausgebildet. Und hier ist nun das erste Quartal, was so dunkelrot ist, der böse Abverkauf. Wie kann man sowas zulassen? Letztendlich ist diese rote Quartalskerze noch ziemlich genau innerhalb der Vorquartalskerze und ist noch ziemlich weit an der Oberkante des Hosse-Aufwärtstrendkanals. Auch hier, wenn wir hier runterfallen, mal den Hosse-Trend testen vom Höchststand hier, also unter 30%. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht herbeireden, dass wir jetzt 30% fallen. Auch dass wir diesen Fall, den ich hier eingezeichnet habe, der würde ja ankommen im Juli 2024. Ja, das ist ein Quartalschart. Kann natürlich schneller gehen, ne? Fall mal tiefer. Kann aber auch langsam sein, so ein Test. Sollte man aber einfach nur möglicherweise steht die Notenbank Hosse vor ernsten Schwierigkeiten, wenn es denn wirklich so kommt, wie es sich aktuell ziemlich andeutet, da kann es eben sein, da haben wir momentan einfach auch übergeordnet Luft, im besten Fall mal langsam zu konsolidieren, im schlechten Fall gibt es vielleicht mal doch einen heftigeren Rutsch nach unten, hier ging es zur Finanzkrise, ging es ja mal schnell, jede Kerze aber ein Quartal muss man auch so einsortieren, damals ging es auch massiv runter, ne? 57%. Wie gesagt, das übergeordnete Bild will ich bloß zeigen. Wir haben jetzt hier eigentlich nur vier Quartalskerzen nebeneinander ausgebildet. Das ist kein Abwärtstrend, das ist kein Crash. Ne? Das ist, weil viele immer gleich hier in Panik waren, zum Jahresauftakt gefallen sind. Was kann denn sowas passieren? Es kann auch sowas passieren. Es ne? kann auch mal 70% arbeiten. Was ist denn der Nasdaq runtergefallen? Über 80% zur Dotcom-Bubble. Ne? Also das war Schmerz, aber das ist noch kein Schmerz. Wir stehen weit oben im Hosse-Trend-Kanal. Im besten Fall hangeln wir weiter, weil es die Nachrichtenlage so gut ist und weil die Notenbanker so schön straffen. Im negativen Fall marschieren wir etwas nach unten. Im sehr negativen Fall steil, im guten Fall vielleicht volatil, leicht seitwärts nach unten neigend. Aber ja, die Wege nach oben sind nicht mehr so einfach wie im Jahr 2021, im Jahr der Liquiditätsflut. Nasdaq, da sind wir doch beim Problemkind. Sind wir beim Problemkind? Der hat auch so eine SKS-Formation, die man schon sehr, sehr. Die haben wir hier oben schon. Ne? Hier im Kanal vorbei, das haben wir ja schon gesagt. Ja, könnte ein Rutsch kommen für eine rechte Schulter und dann mal gucken. Kam der Rutsch und dann hier unten die späte Erholung. Aber sie kam und sie sollte unter ernster Probe stehen an den 200-Tage-Linien, die hier zu sehen sind. Und ja, dort sind wir angekommen. 50 gleich 50er Retrace mit hier ein Hangman ausgebildet. Hier direkt an der 200-Tage-Linie wieder abverkauft. Das ist auch Doppeltop-Charakter innerhalb einer, haben wir ja auch diskutiert, ne? Innerhalb einer rechten Schulter. Und eigentlich haben wir dieses hier aktiviert, auch diese auf Wochenschlussbasis, diesen Doppeltop. Und dann müsste eigentlich herunterführen Richtung Jahrestief. Und dann gegebenenfalls auch hier, ähnlich wie beim S&P 500, hoffentlich einen Doppelboden andeuten. Aber die Frage ist, gibt es jetzt eine Deeskalation am Wochenende? Dann kann es sein, dass man fest da reinkommt, dass das ein Fehlausbruch war. Also oberhalb der 14.000 hier, also ist das hier 14.450, knapp zurücklaufen in die quasi Nackenlinie des Doppeltops. Dann könnte man hier wieder für Entschärfung sorgen. Könnte man nochmal ja an die
15.000 laufen zu den 200-Tage-Linien, vielleicht dann für einen Dreifach-Top, aber Dreifach spricht dann irgendwann immer drüber. Dann könnte man auch noch Richtung 15.4, 15.5 laufen. Das wäre dann auch noch, oder wenn man um 61.8 dreht, ob es nun sehr wahrscheinlich ist, wie gesagt, ich glaube eher, dass wir runterlaufen müssen, egal wie der Impuls ist, dass man zumindest hier nach, wir sind extrem nach unten gefallen, ja, ne? Vom Höchstpunkt sind wir hier 18% nach unten gelaufen. Wir hauen jetzt, wir brauchen hier Umkehrformationen und eine ist eben dieser mögliche Doppeltop. Im Idealfall greift man auf und steigt dann wieder zum Allzeithoch. Rein charttechnisch gesehen bietet das eine gute Chance. Vom Umfeld, ja, ich bespreche ja nicht nur die Charttechnik, ich gehe immer aufs Umfeld ein, muss ich sagen, das ist das Umfeld für Crows in einer historisch schnellen geldpolitischen Wende extrem eingetrübt ist. Dass das einfach eingetrübt ist, dann sage ich hier auch schon eine Weile, man sollte diese Rallyes nutzen, die ja anstehen, die Fibonacci-Bewegung, Erholungsbewegung, zum Umschichten hier raus und Value-Titel rein oder eben feste Growth-Titel, wenn man so ein Growth-Fan ist. Ja, also charttechnisch gesehen, okay, Doppelboden könnte man wieder möglicherweise hochlaufen, dann hier zum Allzeithoch, dort vielleicht einen Doppeltop anstreben. Umfeld schwierig, ganz, ganz schwierig für Wachstum. Und wir haben jetzt auch schon die 100-Tage-Linie, kreuzt die 50-Tage-Linie, kreuzt die 100-Tage-Linie. 100-Tage-Linien sind das erste Mal fallen seit der Pandemie und seit Taper-Tantrum. Das ist jetzt schon ein Punkt, auch die 200-Tage-Linien drohen abzudrehen, fallen. Das sind dann schon übergeordnete Signale, oh, hier trübt sich doch was ein. Und wenn wir jetzt auch nicht über die 200-Tage-Linien zurückkommen, jetzt unterhalb nachhaltig bleiben, ach, Vorsicht im Wachstumsbereich, auch diese große SKS-Formation, die wir jetzt lange angesprochen haben, hier linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, das laufen wir runter wieder so Unterkante. Auch hier wäre die rechte Schulter dann auch schon fertig im bärischen Sinne. Sie ist tiefer gestellt als die linke Schulter, sie hat eine kleinere Dimension als die linke Schulter. Es wäre ein Hinweis, die ist bärisch und hat Druck. Ne? Letztendlich braucht die aber einen Trigger. Ein Trigger wäre vielleicht sicherlich eine Notfallmaßnahme der Fed oder eben die Weltpolitik, die aktuell ein bisschen aus den Fugen gerät. Ansonsten glaube ich, wenn wir jetzt hier runterfallen, dieses Doppeltop, dass wir aktiv haben hier unterhalb der 14.450, dass wir hier runterlaufen müssen, knapp unter die 14.000, Doppelboden ausbilden und es stabilisieren. Durchfallen durch die 13.200, 13.300 dürfen wir nicht. Marke merken, wenn wir dort durchbrechen, trübt sich das Bild auch massiv ein für den Nasdaq. Und wir hätten hier verdammt eine riesengroße SKS-Formation dann auch noch aktiv. Die Bullen müssen letztendlich rüber über die 15.000, dann kann man nochmal erweitern Richtung 15.5. Aber selbst das wäre kein Durchbruch. Momentan ist das Doppeltop aktiv, hat Ziele Richtung Jahrestief. Dort muss Doppelboden aufgegriffen werden. Ne? Im bullischen Sinne könnte man diesen dann auch nutzen, um wieder zum Allzeithoch zu laufen. Ich, und wie ich schon gesagt habe, glaube, dass man im besten Fall dann hier noch ein bisschen in der rechten Schulter bleiben, diese fertig ausbilden und dann mal sehen, wie die Auflösung kommt. Also mit dem Umfeld, dass die Geldpolitik in der Tat so ernst macht, wie sie es aktuell zum Ausdruck bringt, bleibt das Umfeld für Wachstum einfach sehr, sehr fragil. Auch hier nochmal im Wochenchart zu sehen, schauen wir nochmal, hier ist der HOSSE-Aufwärtstrend. Dann kommt ja seit der Notenbank-HOSSE kommt der Nasdaq von 1000 Punkten. Hat da auch gut was draufgepackt. Ne? Haben den HOSSE-Aufwärtstrendkanal verlassen, stehen oberhalb vom HOSSE-Aufwärtstrendkanal. Ne? Und haben jetzt eine SKS-Formation hier ausgebildet. Jede Kerze eine Woche. Linke Schulter nochmal, Kopf, rechte Schulter. Und hier war die Vorvorwochenkerze, habe ich ja schon gesagt. Da ist die Luft nach unten größer als nach oben. Da ist nach oben gerade so ein riesig langer Docht. Ne? Jetzt haben wir die nächste Wochenkerze gesehen. Auch wieder Abverkauf bis fast auf Wochentief. Das sieht schon ein bisschen so aus, dass man hier so eine rechte Schulter andeuten kann. Es sieht auch danach aus, dass man hier die Tür offen haben, Richtung Jahrestief zu laufen und dieses zu testen. Und dann wäre eben eine mickrige rechte Schulter auch schon fertig. Und dann mal sehen, ob sie aufgegriffen wird, wo man nicht durchfallen darf. Ich habe schon gesagt, die unten 13.200, 13.300. Das ist nämlich der Hosse-Aufwärtstrendkanal, die Oberkante. Da wird man wieder in den Hosse-Aufwärtstrendkanal laufen. Klingt ja gar nicht so schlecht, ne? Hätten wir immer noch einen Trendkanal. Wir haben da erst noch, immer noch drin im Aufwärtstrend. Wir haben ja ausgebrochen, sind raus beschleunigt. Und das ist das unglaublich, wie viel Abstand wir haben. Ja, umfasst ja allein schon 27% der Trendkanal.
Und da wären wir am Aufwärtstrend angekommen, am Aufwärtstrend. Ne? Das sollte man eben bitte nicht vergessen. Okay, rechte Schulter hier, wir haben zwei schwache Wochenkerzen stehen gelassen, deutend an, dass wir nochmal die Jahrestiefs testen mussten. Und dann schauen wir, da ist die rechte Schulter im bärischen Sinne tiefer gestellt, mickriger, schon fertig. Wir müssen die Bullen kämpfen, diese rechte Schulter eben nicht in eine Aktivierung der SKS-Formation zu drängen. Hier auch nochmal hereingezoomt, das große Bild, das ist der Monatschart. Hier ist nochmal nicht, hier ist die Dotcom-Bubble, die wurde heftig korrigiert, ne? Im Nasdaq 100 Monatschart, damals ging es 84% nach unten, das war ein Bärenmarkt, runter bis zum 50er Retracement. Wenn wir jetzt mal das 50er Retracement sehen würden, dann würden wir bei 4100 Punkte stehen, um mal die Relation zu sehen. Ne? Ich möchte jetzt nicht herbei rufen, aber einfach immer mal so, manchmal sollte man das große Bild auch immer mal genauer anschauen, denn das ist hier noch keine große Korrektur der Notenbankkosten, die hier unten 2009 begonnen haben mit dem ersten QE-Programm. Bei genau 1000 Punkten ging der Spaß los, hat es hochgezogen bis fast 17.000 Punkten. Unglaubliche Performance eigentlich, nicht wirklich korrigiert wurde diese Notenbankkosse. 1500% Performance und jetzt sind wir, hier ist der Hosse Aufwärtstrend, wir haben die noch nicht getestet, aber das hatte ich auch schon zum Monatswechsel gesagt, wir haben ja einen Kombi-Support an der 13.200, 13.300, mittleres Bollinger Band und Oberkante des Trendkanals kann getestet werden, sieht ein bisschen danach aus, dass wir es testen wollen, muss dann aber bitte schön verteidigt werden, ne? Darf man bitte nicht reinrutschen, rutschen wir dort rein, haben wir hier die große Eintritt, wir haben die SKS-Formation aktiv und dann kann es gut sein, dass man eben durchaus mal diesen Trendkanal durchlaufen können. Auch hier der Blick mal zum MACD Trendfolger. Hier kreuzt er schon scharf. Das ist ein Warnsignal. Letztes Mal, wo er so scharf gekreuzt hat, war es so Dotcom-Bubble. Und damals, ja, da war es der Anfang vom Ende. Da sah es auch so aus, ja, wir fangen uns bestimmt und wir machen jetzt wieder Beise Dips. Ich hatte Marktzyklus, hatte ich ja mal geteilt. Bringe ich mal den nächsten Wochenausblick wieder. Das war ganz ähnlich wieder, diese aktuelle Bewegung. Ne? Viele haben schon gesagt, die Bullen leben wieder, Beise Dip ist zurück. Ja, und dann war es der letzte Ausstiegspunkt. Also ganz ähnlich hier auch. Und dann gab es einen Riesenschwung nach unten noch. Also mal hoffen, dass dieses steile Kreuzen des MACD, also das ist weit entfernt von seiner Nulllinie, aber dass dieses steile Kreuzen kein böses Omen ist. Es wird vermutlich ein böses Omen, wenn man das zugleich dann die 13.200, diesen Kombi wieder Support durchbrechen. Dann hätte man hier auch noch ein Verkaufssignal drin. Hier hätte man Verkaufssignal und das Bild wäre dann mittelfristig richtig angeknackst. Aber selbst dann, ne, der Trend, Aufwärtstrend ist trotzdem noch weit. Wir würden ja den Hosse-Aufwärtstrend noch nicht mal brechen. Ne, vom Hochpunkt zum Trend, das sind ja 34%. Das ist unglaublich eigentlich. Ne? Wir haben so viel raufgepackt, das muss man immer wieder erwähnen. Wir haben den Hosse-Aufwärtstrendkanal auf der Oberseite durchbrochen und wir stehen noch außerhalb. Ne? Das muss man bitte auch nicht vergessen. Wir haben erste wirklich ernste Warnsignale und ja, das Licht wird gelb, wenn wir die 13.2 brechen. Ich bin ein bisschen schneller jetzt. Auch heute erzähle ich es. Es ist aber viel passiert. DAX-Quartalsstart, ne? Auch nochmal zu sehen, jede Kerze ein Quartal. Dotcom-Bubble, Finanzkrise. Und dann hat man auch viele, 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 viele grüne Quartalskerzen. Und dann seit März letzten Jahres stehen wir hier seitwärts. Wir haben mal komplett mit der aktuellen Quartalskerze die Seitwärtsrange komplett durchlaufen. 14.8, 15.6, 16.000, 16.300. Stehen wir im mittendrin. Wird es aufgelöst? Ja oder nein? Lösen wir es auf? Geht es über die 14.5 zu 14.000? Vermutlich ganz schnell kann es gehen. Wenn es jetzt vorm Verfallstermin passiert, hätten wir auch den passenden Brandbeschleuniger dazu. Dann hätten wir die erste Eintrübung. Aber aktuell ist ja noch gar nichts passiert. Ne? Ist ja nichts passiert. Hier Dotcom-Bubble, da gab es mal, war in auf dem Deckel. Ne? Da ging es runter, 73%. Finanzkrise ging es auch runter, 55%. Das hier, wir sind seitwärts. Seitwärts-Support hält. Aber wer erbricht? 14.8 bitte nicht brechen, dann hat der DAX ernste Probleme und die Tür zu 14.000 ist offen unterhalb der 14.000. Ja, dann ist hier sehr viel schmutzige Drecksarbeit möglich auf der Unterseite. Also das nicht, wir stehen aber oberhalb, ne? Muss man immer wieder sehen, noch ist der Bruch nicht da. Und oberhalb haben wir genauso die Chance, dann weiter nach oben zu wandern, da sehen wir 17.000. Auch wenn das Umfeld gerade schlecht ist, aber manchmal ist ein schlechtes Umfeld auch die Chance wieder für eine Erholungsbewegung. Quartalsstart, also seitwärts, seit 4 Quartalen. Wir warten auf Signal. Es wäre auch reif. Ne? Also fast ein Jahr jetzt seitwärts. Es wird Zeit für die Auflösung. Hier nochmal den großen Keil, seit hier Dotcom-Bubble, Finanzkrise, Notenbankhosse getrieben. Hier bei einer Pandemie, die Keil auf der Unterseite verletzt, Federsbruch hochgezogen. Dann mit der Liquiditätsflut sind wir rübergebrochen über den Keil.
Und ja, haben dieses Kaufsignal nicht aufgekauft, sondern kleben an dieser Ausbruchzone, haben sie mehrfach getestet. Letzten Jahresauftakt sind wir angekommen an der Oberkante und jetzt, sieht nicht so richtig schön aus. Man kann ja vieles sehen. Man kann ja natürlich, kann man hier einen Podening-Top sehen, kann man einen Seitwärtstrend sehen, man kann ja auch ein großes Doppeltop sehen, man kann hier eine SKS-Formation von mir aus auch noch sehen. Aber es ist alles, man sieht das alles nur, es wird aber nur heiß, wenn man hier die 15.000, 14.800 reißen. Dann haben wir ja viele Formationen, die Ziele auf der Unterseite haben. Wir haben den Fehlausbruch aus dieser großen 20-jährigen Kaltformation und dann ist hier, also dann ist. Viel, viel schmutziges Zeug auf der Unterseite möglich. Wir haben den letzten Rettungsanker hier an der 14.000, dass mir vielleicht durchfällt, dann gucken, ob man zurücklaufen kann oder eben Abschiedskurs und dann beginnt der Schmutzige erst so richtig. Das ist ein bisschen die Gefahr. Bullisches Szenario. Die haben den Ausbruch, verteidigen den Ausbruch. Abermals, ne, zweiter Test, nochmal getestet und jetzt auf so 17.000. Das ist das bullische Szenario. Dass wir es wirklich hier lösen können. Also ich, Weltfrieden wird ausgerufen. Biden und Putin singen am Lagerfeuer irgendeiner Pfadfindergruppe. Kann sein. Muss nicht passieren. Und ja, aber das Bullish-Szenario oberhalb der 14.8 ist 17.000 das Ziel in diesem Jahr. Und können wir es weiterhin verteidigen? Okay, was eben das negative Aspekt ist, was mir nicht gefällt. Ich schaue nicht nur rein auf die Charttechnik, ich schaue immer auf das Umfeld. Wir haben hier dieses klares Kaufsignal während der Liquiditätsflöhe, während der Zeit, wo die US-Indizes viele Allzeithochstände geholt haben und der DAX hat es nicht genutzt, um sich abzusetzen. Jetzt kommen wir in einen schwierigen Umfeld, wo die US-Indizes Schwierigkeiten haben, wo die Liquiditätsflut abgedreht wird, ziemlich zügig. Und ja, mal sehen, ob es dann der Ausbruch dann gelingen wird. Wenn man es zur besten Zeit nicht geschafft hat, sich abzusetzen, gelingt es zur Zeit, wo es nicht mehr so gut ist, wo es deutlich schwieriger wird. Noch wird es verteidigt. Wenn es nicht verteidigt wird, haben wir ein neues Szenario und dann schauen wir uns das wieder an und dann, also nachhaltig zurück in diese 21, mittlerweile 22-jährige Keilformation, wäre ein großer Fehlausbruch hier oben und es dürfte dann ein Hinweis sein, dieses Jahr wird schmutzig. Jahrespivotpunkte auch mal kurz gezeigt, ne? Also auch interessant, weil wir um 15.160 den Jahrespivotpunkt haben. Wir haben auch so ein bisschen eingekeilt. Es ist Zeit für eine Entscheidung, ne? Und auf der Unterseite, S1, hier bei den Jahrespivotpunkten, 14.000. 14.000 passt zu gut zusammen, dort bei Bruch durch 14.8, 15.000, dass eben die Tür so 14.000 weit aufgeschlagen ist. Auf der Gegenseite verteidigen wir den Support, ne? Auch hier erster Widerstand an der 17.000. Passt eigentlich alles gut zusammen, selbst bei den Pivotpunkten. Aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Hinein in den Monatschart, jetzt beschleunige ich ein bisschen, weil die Stunde schon fast um ist. Hier nochmal die Oberkante zu sehen von den eben gesehen einen 22-jährigen Keil und dann ihr seid wirklich März nur seitwärts, volatil seitwärts. Und ja, was soll ich sagen? Von den Dimensionen hätte man noch ein bisschen Luft in der Kerze. Ja, haben wir so 7%, 6% ausgebildet, haben wir aktuell noch nicht. Könnte man runterlaufen bis hier ist die 15.000, knapp unter 15.000, hier ist die 14.000, 815, die muss halten. Falls nicht, haben wir eben diese Eintrübung. Da geht es mit Zwischenzone an der 450, mittleres Bollinger Band verläuft halt auch und dann aber eigentlich ja die 14.000 ist das weitere Ziel, was wir dann hätten im großen Bild, sofern wir den durchbrechen durch die 14.8. Oberhalb hätten wir wie gesagt 15.000, 15.600, sind wir jetzt wieder abgeprallt und darüber geht die Tür auf so 16.000, gehen wir über die 16.000, 16.300, 16.500. Ne? Diese Seitwärtsspanne steht eben noch. Ja, da ist jetzt nicht viel zu sagen, außer dass das jetzt eigentlich diese Seitwärtsrange schon so einen langen Bart hat und jetzt könnte man langsam mal ein bisschen diese Range auflösen. Bullisch oder bärisch, das ist die Frage. Aber mal sehen. Das Umfeld sollte sich möglichst etwas verbessern, wenn man denn dies bullisch aufgreifen möchte. In den Wochenchart hinein auch nochmal die Seitwärtsrange sehen. Jede Kerze nun eine Woche. Hier ist die Seitwärtsrange 16,30 zu 14,8 knapp. Letzte Wochenkerze auffällig sind das dritte Mal am Mehrfachwiderstand 15,6 abgepreist. Dritte Mal nicht rübergekommen. Das ist der Bereich, der die 15,6 teilt letztendlich diese Seitwärtsrange in der Mitte durch. Kommen wir durch die 15,6, geht die Tür auf Richtung 16.000 über die 15.800 Aufhellung. Unterhalb ist die Tür letztendlich weiter offen Richtung 15.000 und 14.800. Wir haben uns ein bisschen so eingekeilt hier auch. Mal schauen, wie wir nun reinkommen werden. Das ist ja Cetra DAX. Im Future sind wir schon viel, viel tiefer, aber
Ja, gibt es nur eine erfolgreiche Diplomatie am Wochenende, können wir genauso wieder fester reinkommen. Es ist alles möglich. Momentan deutet sich ein Abwärtsgap an, ein deutliches. Wir haben hier bei der 370, knapp 380, 370, auch der EMA 100 Daily verläuft dort, wäre erster relevante Widerstand. Oberhalb hätten wir die 470 im Blick, kurzfristige Abwärtstrend, darüber wieder die Aufhellung eben in den Bereich der 15,6, mehrfach Widerstand. Wenn wir dort rüberkommen, Wochenschlussbasis, Aufhellung Richtung 15,8, 16.000. Unterhalb der 370 hätten wir die Range zur 220. Und knapp 140 aktiv. Während dies steht schon vielleicht zur Debatte, wenn es eben keine Deeskalation gibt am Wochenende. Also das wäre gut für die Bullen, wenn man innerhalb, aber es war ja auch so eine Insight, wie das innerhalb der Vorwochenkerze, wenn man wieder innerhalb der Vorwochenkerze reinkommt, die 140 direkt verteidigen, Spanne 220 ausbilden, kann man im nächsten Schritt auch wieder Richtung 370, 380 laufen. Wäre die erste Wochenrange, sofern wir die Chance haben, fester reinzukommen und direkt hier die 1,40 zu verteidigen. Am Montag wäre es noch die 1,30, also 130. Dann haben wir Montag die Notsitzung der FED. Wir haben Unsicherheit Russland. Also es ist dieser Cluster. Die Bullen müssen hoffen, hier die 1,30, 1,40 zu verteidigen, um die Spanne 2,20, 3,70 am Anfang mal auszubilden. Darüber wäre sogar die 4,70 wieder möglich. Haben wir direkt Probleme? Kommen wir vielleicht per Stoppkurs sogar unterhalb der 1,40, 1,30 rein? Hätten wir direkt den Cluster hier eigentlich aktiv, 15.060 zur 14.980 wäre das unser erster Cluster. Darunter ruft Schlüssel-Support über die 860 zur 14.815. Dann wird es ernst, auch von den Dimensionen her. Ne, haben wir eigentlich regelmäßig immer so einen Test gesehen, in der Zeitspanne her. Es wäre auch mal wieder fällig, dass man jetzt allein von der zeitlichen Komponente, dass man hier mal runterläuft. Aber im Idealfall, dann bitte verteidigen wir es nicht. Trübt sich die Sache ein. Hier nehmen wir 7,57 knapp. Haben wir noch eine Gap-Zone. Darunter Türöffner 14,6 und 14,5. Also, dieser Cluster, möglicherweise die Inside-D, liebe Bullen, versucht ihn zu halten. Also 1,30, 1,40 oberhalb reinkommt, dann ist noch alles gut unterhalb. Dort durchrutschen oder am ideal sogar für die Bären unterhalb reinkommen und wir sind direkt, haben direkt den Schlüsselsupport vor der Nase. Hier reingezoomt nochmal in den Tagesschart, bringt es nicht viel zu sagen, weil es extrem volatil ist. Wir haben einen riesigen Spread. Schlusskurs hier war im Cetra war bei 15.425. Ne? Der, ich weiß nicht, wo ist der Future am Ende stand, bei 100 noch, weil es ist ein riesiges Gap, würden wir vermutlich aufschlagen, wenn wir denn so reinkommen. Wenn es jetzt hier Friede, Freude, Eierkuchen am plötzlich am Wochenende gibt, dann kommen wir vielleicht unverändert rein im Cetra. Ne? Nichts mit Gap, alles möglich. Und deswegen macht das die Sache etwas schwierig, jetzt hier so einzusortieren. Aber auch hier nochmal, hier, dass die Schirme jetzt so eingekeilt hier sind. Und hier die Unterkante am Montag wäre bei 130, ne? Deswegen 130 halten. Wir haben hier einen 220, 260er Bereich. Darüber kann man eben zum EMA 200 ist das Laufen bei 380. Wäre das unser Cluster, den wir eben hier hätten, den man halten müssen. Im Ideal, dann könnte man hier in dieses Dreieck noch ein bisschen volatil uns hier ein bisschen noch zuspitzen, bis es dann eben den finalen Ausbruch gibt. Gleich unterhalb reinkommen Probleme an der 130 und wir sind eigentlich im Bereich 15.060, 14.980 und danach geht es gleich weiter Richtung 14.9 und dann, ja, Schlüsselsupport wäre dann im Blick. Oberhalb der 380 hingegen wäre die Tür offen in dem Bereich 15,5, darüber mehrfach Widerstand an der 15,6. Auch hier nochmal zu sehen, herangezoomt. Hier ist der riesige, dicken Pfeil dran gemacht. Sind wir zweimal jetzt abgeprallt. Ne? Einmal sind wir hier Anfang Februar abgeprallt am mehrfach Widerstand. Jetzt haben wir einen zweiten tiefer gestelltes Hoch gesehen am mehrfach Widerstand. Sind gar nicht rein. Jetzt sind wir nur kurz angedippt und dann gleich zurückgefallen. Also viele, viele, viele Widerstände verlaufen hier. Nicht geschafft, tiefer gestellt, Hochpunkt. Ja, man könnte natürlich hier möglicherweise Doppeltop noch ausbilden. Also Formationen gucken hier viele raus. Man kann ja auch eine SKS, kann man hier auch sehen, man kann einen großen Doppeltop sehen. Aber man muss eben die unten durchfallen. Ne? 15.000, 14.800. Dann haben wir mehrere Umkehrformationen aktiv. Dann ist Druck auf dem Kessel. Dann haben wir die Stillhalter, die in Schieflage geraten. Dann wird es ungemütlich. Dann wäre ein Abverkauf, ein heftiger Abverkauf am Aktienmarkt möglich. Soweit darf es nicht kommen. Möge es
weltpolitisch eine Erholung geben. Irgend ein bisschen Vernunft wäre nicht verkehrt. Auch hier nochmal die einzelnen Spannen letztendlich zu sehen. Hier die 103. Sie haben verschiedene Zwischenzonen: 160, 220. Dann haben wir hier die Gap-Zone, wird eine Gap aufschlagen bei 309 in echtes. Während das unsere ersten Spannen, die wir hätten, direkt unterhalb reinkommt, der 130. Wie gesagt, die Tür 1560, 14.980 wäre wohl dann erstmal offen und dann hoffen, dass man hier einen Doppelboden ausbilden kann, wie so häufig gesehen, und nicht durchfällt. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ist doch wieder relativ lang geworden, aber es sind aktuell eben besondere Zeiten am Aktienmarkt. Wir wollen die Auslosung machen, die soll es eben trotzdem geben. Mal gucken, wer gewonnen hat. Also wer Like da gelassen, einen Kommentar und den Kanal abonniert hat. Der ist jetzt hier drin und der wird gezogen. Mal gucken, wer gewonnen hat. Es ist der Snoopy schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Der hat erst vor ein paar Wochen gewonnen. Hat ja ein Glück, der wird da direkt nochmal verlängert. Denn das geht eben auch, dass man verlängert werden kann, wenn man mehrfach gewinnt. Kein Problem, dann bist du länger im DashTradingPortal.net Dashboard dabei im Premium-Bereich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Brauchst mich gar nicht anschreiben. Ich schalte dich automatisch frei, weil deine Daten habe ich schon auf TradingPortal.net. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Wollen wir gleich einen Abspann hinbringen? Ich möchte noch mich mal kurz groß zeigen und ja, mal schauen. Ich gucke kurz rüber. Ja, mal gucken. Mal gucken, was jetzt noch, glaube ich, wieder einiges über den Ticker. Wir werden jetzt abwarten müssen, was die Impulse, die weltpolitischen Impulse bringen bis Montag. Ob man wirklich unsicher, so unsicher in den Handel reinkommen wird oder ob es eine Stabilisierung gibt. Vor allen Dingen Montag auch die geldpolitische Frage. Wird die Fed irgendwas nach ihrer Sitzung, geschlossenen Sitzung veröffentlichen? Sicherlich werden die Fetzen fliegen. Man wird bitterböse diskutieren. Bitte nicht mehr drüber nachzudenken, irgendwas zu tun. Ja, vielleicht machen wir einen Notzinsschritt. Ja. Also, das ist schon Wahnsinn, was hier für ein Umschwung drin ist, wie wir in dieses Jahr gestartet sind. Jetzt kommt auch die Weltpolitik hinzu. Ich wünsche euch trotzdem noch ein gutes Wochenende. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Ansonsten gerne auf tradingportal.net im Trading-Chat. Da bin ich immer vorhanden. Macht's gut und ciao.